Die Resonanz ist überwiegend positiv. Wir haben viel erzählt, wir hatten viele Gespräche über neue und alte Technik. Wir wollen natürlich wissen, was man damit macht, wofür ein Gruber da ist. Die Hauptfragen waren eigentlich immer, wie teuer sind die Maschinen? Und wenn man dann noch gesagt hat, wo eigentlich die Preisgrenzen oder Preisspannen liegen, ob sich das ein Landwirt alleine leisten kann oder wie er das finanziert. Ja, also ich fand es einfach angenehm, als Agrarscout hier auf der Ausstellung mit dem Verbraucher ins Gespräch zu kommen, nochmal mit ihm darüber zu sprechen, was eben den Verbraucher interessiert. Und so macht es einfach Spaß, einfach mal mit anderen Leuten zu sprechen, die vielleicht eine andere Sichtweise haben. Ja, eine Frage ist uns gestellt worden im Bereich der Tiere. Wenn eine Kuh 100.000 Liter im Leben gegeben hat, wie viele Jahre hat sie dafür gebraucht? Das war eine 10.000 Liter Kuh und die Leute konnten nicht glauben, dass eine 10.000 Liter Kuh so alt wird und insgesamt 10 Keller wird. Es war für die Leute eine Erkenntnis, dass wir ihnen nahegebracht haben, dass es doch so ist und dass auch eine Kuh mit einer hohen Leistung so alt werden kann. Ja, also am meisten hängen geblieben ist mir eigentlich einer, der an mir vorbeilief an der Spritze und guckte sich die Düsen an und sagte, damit wird eben die Gülle gespritzt. Und ja, da musste ich auch erst ein bisschen schmunzeln, weil unser eins würde auf so eine Idee nie kommen. Aber das sind eben so kleine Missverständnisse, die man dann, wie gerade schon gesagt, ausräumen kann, wo einfach der Verbraucher nicht das Fachwissen hat, was man ihm ja auch nicht vorwerfen kann. Und ja. So hat man ihm dann auch nochmal gesagt, dass eben mit der Pflanzenschutzspritze keine Gülle ausgebracht wird. Ja, war gerade eine Familie mit einer thailändischen Mutter und deutschen Vater und zwei Kinder, die waren sehr, sehr interessiert. Das Witzige dabei ist, sie verstand kein Deutsch, man musste das auf Englisch irgendwie versuchen rüberzubringen. Dann holperte man da rum, aber eigentlich war die sehr, sehr nett, sehr, sehr interessiert. Das läuft in einer harmonischen Atmosphäre ab. Eigentlich alles gut.